Dann die Nummer drei. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, die dritte Stütze, die Moschee in der Gesellschaft. Das erste, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam tat, wenn er an einen Ort gelangt, ist was gewesen? Er hat eine Moschee gegründet. Er gründete eine Moschee in Quba. Er gründete eine Moschee in Medina. Das erste, was er tat, دَعُوهَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ, lasst sie, weil ihr wird befohlen, wo sie sich hinbegeben soll, seine Kamelstute. Und sie begab sich an den Ort, wo heute Al-Masjid al-Nabawi ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er von einer Reise kam, was war das Erste, was er tat? Er ging in die Moschee, er ging nicht nach Hause. Er ging erst einmal in seine Moschee. Das heißt, der erste Ort, zu dem er sich begab, nachdem er von einer Reise kam, war eine Moschee. Und der letzte Ort, den er betrat, wenn er eine Reise antrat, war die Moschee gewesen. Die Moschee stand im Mittelpunkt des Lebens unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Alles, was wir an Hadithen kennen, und diese ganzen Begebenheiten haben sich meistens in der Moschee abgespielt. Und deswegen, meine lieben Geschwister, wir brauchen diese Moschee in unserem Leben. Und die Moschee muss im Mittelpunkt unseres Lebens sein. Wenn die Moschee im Mittelpunkt deines Lebens ist, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dann wirst du sehen, wie Allah Ta'ala dein Herz an ihn bindet. Guck mal, dein Herz ist an die Moschee gebunden. Und automatisch bindet Allah Subhanahu wa Ta'ala dein Herz an ihn. Und umso stärker dein Herz an dieses Haus gebunden ist, desto stärker ist auch dein Herz an Allah Subhanahu wa Ta'ala gebunden. Und so öfter du in die Moschee kommst, umso öfter du deine Familie mit in die Moschee nimmst, deine Kinder mit in die Moschee nimmst, deine jüngeren Geschwister mit in die Moschee nimmst, desto eher wachsen sie mit Allah subhanahu wa ta'ala auf. Und deswegen, was sagt unser Prophet Sallallahu immer wieder, wenn er darüber spricht, was unsere Sünden löscht, das, was uns festigt? Unser Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt uns auf, dass es immer etwas ist, was mit der Moschee zu tun hat. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die Dinge spricht, welche die Sünden tilgen. Die drei Dinge, welche die Sünden tilgen. Die Thalath Kaffarat. Was sind die Thalath Kaffarat? Weiß jemand, ja? Auf ein Gebet wartet. Ah, Intidar al-Salat, die Ba'd al-Salat. Guck mal. Ich warte nach einem Gebet. Wo? In der Moschee natürlich. Ich warte nach einem Gebet auf das Gebet. Was noch? Was noch? Was sind die Thalath Kaffarat? Ha? Ahmed? Abu Malik? Die Thalath Kaffarat? Shabab? Kaffaratul Khutwa ila al-Masajid. Dass ich häufig immer wieder zur Moschee laufe. Subhanallah. Das checkt meine Sünden. Ja? Und dann Isbaghul Wudu'i ala al-Makari. Und dass ich mein Wudu gründlich mache, obwohl es mir schwerfällt. Oh. Die Moschee, sie steht im Mittelpunkt. Nicht umsonst hat das Gebet in der Jama'a, in der Moschee, solch einen hohen Stellenwert. Wie viel höher steht das Gebet in der Jama'a, in der Moschee, über dem Gebet, was ich alleine zu Hause verrichte? 27 Mal. Es gibt eine schöne Geschichte. Es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht von welchem Gelehrten. Ich habe das mal in einer Khutbah gehört, in einem Ders. Ich kann mich aber noch sehr gut daran erinnern, subhanallah. Und irgendeiner der Salihin, der immer auf das Gebet in der Gemeinschaft großen Wert gelegt hat und jedes Gebet wirklich in der Gemeinschaft vollzogen hatte, er hat es einmal nicht geschafft, zur Jama'a zu kommen, zum Gemeinschaftsgebet. Und was hat er gemacht? Das Isha-Gebet hat er verpasst. Damit er das ausgleicht, diesen 27 Stufen, hat er zu Hause 27 Mal Isha gebetet. Oh, 27 Mal Isha. Wollte das ausgleichen. Und dann legt er sich hin, um noch ein bisschen zu schlafen, weil wahrscheinlich bleibt nicht mehr viel Zeit dann, um zum Fajr, wenn er 27 Mal Isha betet. Ja? Wie viele Raka sind das? 27 mal 4 ist 100. Oh, mashallah. Ja? 108. 108 Raka, mashallah. Ja? Ganze Nacht durchgebetet. Ich will unbedingt diese 27 Stufen erlangen. Und dann legt er sich hin und sieht dann, wie er auf einem Pferd ist. Neben ihm andere Reiter.
Und er reitet und es ist ein Wettrennen. Er reitet, reitet, reitet. Ja? Aber er schafft es nicht, die Reiter einzuholen. Und dann wird ihm gesagt, diejenigen, die mitgeritten sind, sind diejenigen, die in der Jama'a gebetet haben. Und du hast versucht, sie einzuholen, obwohl du 27 Mal nachgeholt hast, hast du es nicht geschafft. Allahu Akbar. Subhanallah. Und da sehen wir, wie wichtig die Moschee ist. Und wie großen Wert ich darauf legen sollte. Alhamdulillah, wir leben hier in Berlin, es gibt so viele Moscheen. Ja? Wir haben immer die Möglichkeit, fast bei jedem, also immer die Möglichkeit, in eine Moschee zu gehen. Natürlich, wenn man Uni hat und so weiter und so fort, das ist klar, wenn man arbeiten muss. Aber dass ich versuche, diese Regelmäßigkeit zu haben, damit mein Herz wirklich an die Moschee gebunden ist. Weil das ist die Grundlage für eine fromme Gesellschaft. Da treffe ich meinen Bruder, da treffe ich meine Schwester. Es ist was anderes. Habt ihr nicht das Gefühl, wenn ihr mal einen Vortrag einfach so verfolgt auf Facebook, ist zwar schön, man hört etwas, wenn ihr einen Vortrag auf Facebook mitverfolgt oder auf YouTube, das ist nicht dasselbe Feeling, wenn ich in die Moschee komme, wo ich meine Schwestern sehen kann, meine Brüder sehen kann, wo wir uns unterhalten können, wo wir dann auch mal ein bisschen zusammensitzen können. Das ist ein großer Unterschied. Ich gehe nach Hause und ich habe das Gefühl, ich habe wirklich was mitgenommen. Selbst wenn der Vortrag Schrott war. Oh Gott, der erzählt wieder dasselbe. Ja, jedes Mal. Und dann komme ich her, um mir was anzuhören, dann ist es nein. Ja? Aber ich habe Alhamdulillah wenigstens meine Geschwister gesehen. Ja? Was mache ich auf YouTube? Ja? Auf YouTube gucke ich mir das dann an und bin abgelenkt. Ja? Hab noch mein Handy in der Hand, hab noch andere Sachen im Kopf. Ich bin nicht wirklich konzentriert und ich nehme nicht dieses Feeling mit, was ich in der Moschee habe, diese Atmosphäre, diese Iman-Atmosphäre, sie fehlt mir einfach. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich immer wieder zu diesem Hause komme, weil das erzieht mich, das stärkt auch meine Geschwisterlichkeit.